Willkommen, Florian Heinemann zum Kassenzone.de-Interview, dem zweiten nach 2 Jahren, dem Kickoff von Sparkle übrigens vor 2 Jahren beim letzten Interview. Heute zum Thema Digitalisierung zum Festpreis. Auch wenn es bei dir fast nicht notwendig ist, musst du trotzdem sagen, wer du bist und was du machst. Ja, Florian Heinemann, bin einer der Partner und auch Gründer von Project A Ventures. Wir sind ein Frühphaseninvestor hier mit Sitz in Berlin. Das heißt, wir investieren sehr früh oder versuchen relativ früh in digitale Geschäftsmodelle zu investieren und verstehen uns als Operational VC. Das heißt also, wir sagen, wir haben nicht nur das Geld, was du von uns bekommst, sondern idealerweise eben auch noch operative Kompetenzen, die wir in verschiedensten Teams, HR, Produktentwicklung, IT, Marketing, CRM, BI vorhalten und versuchen eben unsere Portfoliounternehmen auch noch operativ neben der reinen Finanzmittel zur Verfügungstellung zu unterstützen. Okay, und im Markt seid ihr so ein bisschen bekannt als die E-Commerce-Experten, also diese E-Commerce-Domäne und du insbesondere diese Online-Marketing- oder Performance-Marketing-Domäne besetzt und kommt zunehmend mit auch Unternehmen in Kontakt, die genau vor den gleichen Herausforderungen stehen wie alte E-Commercer, auch alte Medienunternehmen vor 10, 15 Jahren. Die müssen in irgendeiner Form digitalisieren. Heute wollen wir da ein bisschen Futter dran geben, was so die klassischen Denkfehler möglicherweise auch sind in diesem Digitalisierungskontext. Bevor wir das aber machen, auf die Konzerne bezogen, müssen wir ein bisschen erklären, was macht euch als Unternehmen oder Company Builder so erfolgreich, beziehungsweise warum seid ihr eher in der Lage, ein digitales Unternehmen, ein E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel aufzubauen oder ein B2B-Infrastrukturunternehmen, als das möglicherweise eine klassische Struktur kann? Also was sind so die Erfolgsfaktoren vom digitalen Denken oder digitalen Organisation? Kannst du das so zusammenfassen? Gibt es da so ein paar Kriterien, die du nennen könntest? Ja, ich glaube, das eine ist sicherlich das Thema, nennen wir es mal Digitalkompetenz in den verschiedensten Facetten. Das heißt, was wir, glaube ich, ganz gut mittlerweile entwickelt haben, ist in den verschiedensten Teams oder verschiedensten Komponenten ein relativ hohes Maß an Digitalkompetenz eben im Bereich Online-Marketing, im Bereich IT, Produkt etc. Das heißt, es ist erstmal relativ viel Fachwissen vorhanden, was fairerweise auch eigentlich nur entstehen kann, wenn man eben an verschiedensten Projekten gearbeitet hat. Also ich glaube, das Problem in diesem Bereich ist immer noch, das Wissen ist nicht so wahnsinnig explizit. Was heißt das? Man kann das jetzt nicht an der Uni lernen oder so, sondern man muss im Prinzip in verschiedensten Projekten und/oder Startups gearbeitet haben und sich dieses Wissen über die Zeit aufbauen. Und das eben in jedem einzelnen Fachbereich. Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Und ich glaube, wir haben hier eine Ansammlung von Leuten, die in diesen operativen Themen relativ genau verstehen, was sie tun. Und das geht eben nur über ein gewisses Erfahrungswissen. Das ist das Erste. Und ich glaube, das Zweite ist sicherlich eine gewisse Grundsatzeinstellung oder eine Herangehensweise. Ich glaube, jedem muss klar sein, dass der Grad der Planbarkeit bei digitalen Geschäftsmodellen eben häufig nicht so besonders groß ist. Das heißt, man braucht ein relativ hohes Maß an Unsicherheitstoleranz über einen relativ langen Zeitraum. Das heißt, was, glaube ich, in unserer Organisation ziemlich stark vorhanden ist, dass man sagt, wir fangen erstmal an. Also wir haben natürlich schon ein gewisses Konzept, aber ich glaube, die Bereitschaft ist relativ groß, hier relativ viel Gas zu geben in einem noch relativ diffusen Konzept- und Planungsumfeld. Und wir glauben, dass das schon eine Grundvoraussetzung ist, weil ich glaube, es passt auch eben zu diesem, man sagt im IT-Bereich spricht man von Agile Development, und das passt eigentlich sehr gut zu diesem Agile Development-Motto, wo man ja quasi auch sagt, anders als früher, wo man IT-Projekte wirklich ein halbes Jahr spezifiziert hat und dann wurde irgendwie eine 300-seitige Spezifikation irgendwelchen IT-Lern über den Zaun geschmissen und die haben das dann ein halbes Jahr entwickelt und dann kam irgendwas zurück, wo man gehofft hat, dass das so halbwegs dem entsprach, was da vorher spezifiziert wurde und dass das in einem Jahr dann auch noch passt. Sind ja unsere Entwicklungszyklen ganz anders. Es wird ja wird deutlich stärker mit den IT-Lern kooperiert, auch bei der Spezifikation von irgendwelchen Themen. Und es wird viel kleinteiliger entwickelt und in viel kürzeren Zyklen entwickelt. Viel weniger ausdefiniert, sondern dass man sagt, man bringt lieber schnell etwas raus, testet es im realen Leben und dann reagiert man auf das, was dann kommt. Das heißt also, es ist eine ganz andere Denkweise, wie an IT-Projekte rangegangen wird. Und das fällt eben häufig auch großen Organisationen relativ schwer. Das ist eben so unsere Erfahrung. Okay, dann werde ich aber nochmal ganz kurz beim Thema Digitalkompetenz einhaken. Wir merken das, also wir haben ja quasi eure Technologieplattform outgesourced mit Spryker und treffen jetzt ja auf Unternehmen, auch Konzerne, die das einsetzen wollen, merken aber, dass ein Teil, sagen, dieser Gemengelage, die sie brauchen, um erfolgreich in digitalen Projekten zu sein. Und jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet eine Digitalkompetenz? Jetzt nutzen sie vielleicht
sowas wie Spryker mit einem entsprechenden Development-Team, haben vielleicht auch einen Product-Owner, der mit einem Developer reden kann und sagen, welches Datenbankfeld er eigentlich braucht, für welchen Anwendungszweck. Und jetzt gibt es möglicherweise noch eine Vertriebs- oder Marketing-Abteilung, die von sich sagt, naja, wir sind digital kompetent, wir haben ja schon mehrere Online-Kampagnen gefahren, wir haben auch schon mal Website-Relaunch gemacht. Und da würdest du wahrscheinlich sagen, naja, das ist vielleicht gar nicht die Digitalkompetenz, die ich meine. Mhm. Also vielleicht reicht das gar nicht aus. Gibt es da irgendwie so ein konkretes Maß oder eine Herangehensweise, wo man sagen kann, folgendes Team oder folgendes Setup ist geeignet und hier sind vielleicht auch Indikationen, die sagen, dass das Leute sind, die gar nicht geeignet sind für so einen Aufbau? Ja, also ich glaube, was einem klar sein muss, deswegen ist, glaube ich, diese Funktionssichtweise gar nicht so schlecht. Also wenn man jetzt mal den Bereich Marketing nimmt, weil das halt zufälligerweise jetzt so ein bisschen mein Steckfeld ist. Ich glaube, da ist es eben schon so, ich glaube, die Kompetenzen der Leute, die Marketing in traditionellen Unternehmen gemacht haben und derjenigen, die in, sag mal, Online-Pure-Player-Unternehmen sitzen, also ich, ein Zalando, ein About You und so weiter, wie verhält sich das? Ne? Beide haben sicherlich schon mal digitale Kampagnen gefahren. Bloß ich glaube, wenn man mal schaut, wie wird da herangegangen in dem erstgenannten Fall und in diesem zweitgenannten, dann sind das schon fundamentale Unterschiede. Und ich glaube, wodurch zeichnen sich solche Leute aus? Ich glaube, digitales Marketing ist eben deutlich technologischer, als Marketing bisher war. Ne? Also jetzt, das heißt, die Leute, die da sitzen, sind eben nicht jetzt die typischen Brandmanager von einem Procter & Gamble, die vielleicht BWL studiert haben und dann aber eher sozusagen, dann geben die halt ein Briefing an eine Agentur und dann hat die Agentur das irgendwie umgesetzt, sondern in den erfolgreichen Online-Unternehmen, und das kann auch Booking.com oder sowas sein oder ein Trivago, da hast du eigentlich Leute, die erstmal alles in-house machen, die viel zahlengetriebener, datengetriebener sind und weniger Storytelling, Branding getriebener. Auch vielleicht mit mehr Technologiekompetenz, weil sagen wir, das ganze digitale Marketing natürlich schon viel mehr als das offline traditionelle Marketing technologische und datenbezogene Themen beinhaltet. Das heißt, die Herangehensweise ist schon eine andere und ich glaube auch und das nächste ist dann sicherlich sozusagen diese Verzahnung von Marketing mit Produkt und IT, ne? Weil ich glaube, sagen wir, einer der Kernpunkte bei digital orientierten Unternehmen oder digitalen Pure-Playern ist ja gerade diese Verzahnung. Das heißt, ich mache eine Marketingkampagne im AdWords-Bereich oder bei Facebook und dann führe ich Traffic auf meine Seite oder auf meine App und dann reagieren die Nutzer in irgendeiner Art und Weise und auf Basis dessen fütter ich dann eben sozusagen wieder die Produktentwicklung. Und ich glaube, gerade dieses Zusammenspiel zwischen, also das eine ist sozusagen, wie machen das Abteilungen selbst, das hat sich sicherlich ein Stück weit geändert. Und dann, wie funktioniert aber auch sozusagen die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen? Also eben sehr stark datengestützt, sehr stark reales Nutzerverhalten betrachtend. Und das ist sicherlich etwas, was in einem größeren Unternehmen, was vorher beim IT-Projekte eher durch externe Agenturen hat machen lassen, sicherlich auch den Marketing-Einkauf irgendwo übersehen hat und eine Strategie vorgegeben hat, aber das eher extern gegeben hat an irgendwelche Agenturen, die es dann gemacht haben. Das passt natürlich nicht so perfekt ineinander, ne? Weil natürlich auch sozusagen die Anreize, und das kommt nochmal dazu. Genau, das Gegenteil von der absolut. und dann hast du natürlich sozusagen auch die Anreizsetzung, dass dieses integrierte Miteinander agieren, dass das passiert, ist eben auch nicht so besonders groß. Und die, aber ihr werdet jetzt ja von Konzernen oder auch von Eigentümern oder den Nachfolgern der Eigentümer angesprochen, die jetzt sagen, okay, Flo, verstehe ich alles, ich muss mein Unternehmen anders aufbauen, ich muss diese Abteilung anders verzahnen, die Leute müssen anders miteinander reden, die müssen auch andere Dinge tun als bisher. Ja. Aber schau mal her, ich habe jetzt hier 100 Leute, 200 Leute, 500 Leute, was soll ich denn jetzt tun? Ja, ich habe eine Marketingabteilung, soll ich jetzt alle entlassen? Wie werde ich denn mit meinem Unternehmen, Marke XYZ, werde ich jetzt digital? Also sozusagen, was sagst du denn dann? Sagst du dann, kannst du vergessen, alles neu bauen? Sagen wir oft, muss man fairerweise sagen, weil meine These ist, dass das so eine Organisation nachzueifern wie Project L, sagen wir mal, das ist sozusagen eine der Endausbaustufen, die man so heute definieren und erreichen kann. Das ist so aufwendig, so teuer, diesen Transformationsprozess in einer alten Legacy-Organisation herbeizuführen. Es ist meistens billiger, dieses Problem zu verlagern in eine neue Organisation und die alte Organisation so noch so ein bisschen, Mathis Schrader hat mal elektrifizieren genannt. Mhm. Stimmt, stimmst du dem zu oder sagst du, nee, es gibt noch mit dem richtigen CIO, wird alles gut. Ja, ich glaube, es muss einem schon klar sein. Also ich glaube, was ist die Schwierigkeit? Es ist ja sowieso schon schwierig, Best-in-Class-Digital-Know-how in den verschiedensten Bereichen aufzubauen und diese Best-in-Class-Vernetzung zu erzeugen. Das ist ja sowieso schon schwer. Ne? So, wenn du das natürlich noch verknüpfst mit schmerzhaften, politisch aufgeladenen Transformationsprozessen, wo es Verlierer gibt und so weiter,
das erhöht natürlich nicht gerade die Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreich abgeschlossen werden kann. Was will ich damit sagen? Das stützt natürlich komplett diese These, dass du sagst, meine Erfahrung ist eigentlich die, und da siehst du auch, wie agiert ein Springer Ich möchte mal klar, diese These sage ich ja nicht. Weil ich mich da irgendwie als Gewinner fühle oder sage, ist total cool. Sozusagen, ich würde total gerne ein Produkt oder quasi einen Prozess verkaufen, den sozusagen solche Legacy-Organisationen implementieren können, weil das ist gut. Ich sehe keinen gangbaren Weg. Ja, also ich glaube, da ist schon was Wahres dran. Also ich glaube, wenn man das erzeugen will, Best-in-Class Digital Know-how, dann spricht schon eine Menge dafür, dass das irgendwo rausgelöst aus der bestehenden Organisation erfolgen muss. Ja? So, und dann kann man sich halt überlegen, ob sozusagen die Koalition der Willigen aus der zu transformierenden Organisation in irgendeiner Form davon profitiert, was da extern aufgebaut wurde. Also wenn man sowas wie sieht, sehr erfolgreich bei einem About You oder Projekt Collins, wo du sagst, und Otto ist ja eigentlich ja schon relativ weit, ne, gemessen an anderen, zumindest in vielen Unternehmen, so, und trotzdem setzen die irgendwas auf die grüne Wiese, ne, wo du sagst, so, die dürfen jetzt mal wirklich from scratch mit einem relativ großen Budget top-notch digital Know-how und Systeme und so weiter bauen. So, aber wenn das natürlich gelingt, dann hast du natürlich eine Brutstätte für eben State-of-the-Art Know-how, was dann gegebenenfalls eben auch die anderen Organisationen abstrahlt, nach einer gewissen Zeit. Ja, also, aber ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, wenn man sowas versucht hätte, komplett in-house zu machen, also sehr stark verzahnt mit der bestehenden Organisation, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, nicht so besonders hoch gewesen. Weil natürlich auch die Leute, die dieses, also man muss sich ja immer fragen, das wird ja immer getrieben von relativ wenigen Personen. Ich nenne das immer Architekten. Architekten im IT-Bereich, Produktbereich, Marketingbereich. Hätten die Lust auf ein Transformationssetting? Also sind Leute, die potenziell in der Lage wären, in einem optimalen Setting wirklich sehr, sehr gutes Know-how zu produzieren? Und das sind ja nicht so viele. Wären die gewillt, in ein Transformationssetting reinzugehen? Wo du gleichzeitig, sag mal, diese ganzen politischen Schmerzen noch hast. Und da muss man natürlich fairerweise sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Das heißt also, wenn man als VC denkt man ja immer in Wahrscheinlichkeiten oder als Investor. Und ich gebe dir komplett recht, dass die Wahrscheinlichkeit, gleichzeitig einen Transformationsprozess zu durchlaufen und State-of-the-Art Know-how aufzubauen in der gleichen organisationalen Einheit, dass das passiert, ist relativ unwahrscheinlich. Okay, versuchen wir das zusammenzuführen mit dem Konzernmanager, der ja in Risiken denkt. Ein Manager wird ja dafür bezahlt, Risiken zu managen oder Risiken zu minimieren. Klar, er soll diese Risikominimierung auch neues Geschäft entdecken, aber das funktioniert in der digitalen Welt immer nicht ganz so einfach. Dann sagt der Konzernmanager, okay, ich muss es rauslösen, kann ich auch einzelne Funktionen rauslösen. Was wir jetzt hin und wieder beobachten, ist, dass ein Unternehmen, die sagen, ich komme mit meiner Technologie möglicherweise nicht voran oder ich möchte irgendwie agiler in der Produktentwicklung vorgehen und das geht mit meiner alten EDV-Abteilung nicht, dann gründe ich ein Tech-Hub in London oder Madrid oder in Barcelona. Oder im Silicon Valley. Das ist ein extremer Fusi, eine abstruse, sehr kluge Idee, aber gut. Oder im Silicon Valley. Also ja, du sagst ja, die Organisation, die braucht quasi Marketing, Produktmanagement, IT und dann so eine klassische Governance-Struktur noch oben drauf. Die sagen sich, ja gut, Marketing habe ich ja, Produkt habe ich auch, jetzt muss ich irgendwie besser verkaufen, dann mache ich jetzt mal Technologie, sozusagen. Ich mache das Tech-Hub irgendwo auf. Ist das denn, hast du da schon mal erfolgsversprechende Ansätze gesehen? Nee. Ja, okay, gut, dann kann ich die Frage. Nee, aber ich glaube, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück. Ich finde aber sozusagen von der Risikomanagement-Perspektive finde ich es erstmal nicht doof, zu machen. Aber ich glaube, was ja gerade sozusagen der Kernpunkt ist, und ich glaube, das zeichnet ja gerade die guten Digitalunternehmen aus, sehe ich jetzt wieder Booking oder so, dass da eben ein BI-Daten-IT-Mensch mit im Marketing-Team sitzt oder eben relativ nah am Marketing-Team dran, dass die eben miteinander interagieren und die Sachen, also, und das erreichst du natürlich nicht, indem du in irgendeiner anderen Location irgendeinen Tech-Hub baust. Dann, weil ich glaube, gerade so diese Verknüpfung der verschiedenen Know-how-Bestandteile und eine sehr, sehr schnelle Iteration der Interaktion miteinander, genau das ist es, das ja, was es auszeichnet. Das heißt, man muss auf jeden Fall ein interdisziplinäres oder multifunktionales Team an einen Ort setzen. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt, weshalb sich Startups natürlich auch leichter tun, ne? Weil natürlich sozusagen ein kleines Team von 15 Leuten, die verschiedene Funktionen abdecken, ist das natürlich viel, viel leichter, diese wirkliche Interaktion zwischen den Abteilungen herzustellen, als jetzt, wenn du jeweils riesen Funktionen hast, die natürlich auch wieder eine eigene Agenda haben und so weiter. So, und ich glaube, deswegen tut man sich damit schon extrem schwer, das in einem bestehenden Unternehmen zu machen.
Und aber okay, dann lass das doch mal ein bisschen versuchen zu konkretisieren. Das ist ja das, was wir auch so ein bisschen beobachten in den größeren Spiker-Projekten. Wir haben jetzt angefangen mit, man braucht Digitalkompetenz in diesen Kernfunktionen. Mhm. Ich glaube, Digitalkompetenz im Einkauf braucht man nicht. Beziehungsweise Einkauf erfüllt eine andere Funktion in sozusagen modernen Unternehmen wie Audi oder Zalando. Mhm. Was du jetzt aber gerade beschreibst, ist Methodik. Also wie arbeiten die miteinander zusammen? Heißt das diese, also ich habe ja auch lange bei Otto gearbeitet und auch bei vielen anderen großen Unternehmen jetzt gesehen, wie die zusammenarbeiten. Es ist in der Tat so, Marketing hat quasi eine Marketingagenda, die ist über ein Jahr geplant, über zwei Jahre geplant, wie baut die Market auf, das versucht man irgendwie mit dem Vertrieb zu verheiraten und überlegt, setzt sich auch zusammen mit der Produktionsplanung, wenn das so ein klassischer Hersteller ist, wie kann man quasi neue Produkte ins Marketing überführen. Wie würde das bei einem digital getriebenen Hersteller, wie wäre das da anders? Also wie müsste die Methodik der Zusammenarbeit dort aussehen? Ja, also ich glaube, was ja schon ein wesentliches Kennzeichen ist von vielen Digitalmodellen, ist einfach eine schnellere Reaktionszeit und eine schnellere Lerngeschwindigkeit. Ne? Also die du erreichst, indem du ja quasi tagtäglich irgendwelche Daten aufnimmst und die halt, wenn du die richtig interpretierst, sehr, sehr schnell iterieren kannst. Das bezieht sich ja sowohl auf Sachen im Sortiment oder in der Produktion, aber natürlich auch Sachen wie sieht meine Website aus, meine App aus, wie sieht meine Marketingaktivitäten aus. Das heißt, ich muss ja auf jeden Fall Rahmenbedingungen schaffen, wo diese Funktionen in sehr, sehr schnellen Iterationen miteinander zusammenarbeiten können. Das heißt, ich muss aber dann auch natürlich meine Produktentwicklung so gestalten, was ich, wie das ein Zara im Fashion-Bereich macht, wo ich sage, da gibt es halt alle paar Wochen oder jede Woche im Endeffekt eine neue Kollektion. Das heißt, ich muss im Prinzip auch bereit sein, meine Einkaufsproduktionszyklen auf solche Modelle anzupassen. Sonst kann ich ja eben nur einen Teil des Benefits da rausholen. Ne? Und ich glaube, das ist im Modebereich so, aber das sehen wir auch bei sowas wie jetzt im NU3, ne? Die halt letztendlich in der Lage sind, die testen eine Eigenmarke oder ein neues Konzept im Nahrungsergänzungsmittelbereich. Das können die alles in-house. Wir haben eine eigene Produktion in-house, eine kleine. Dann testen die irgendwelche Packagings, Geschmacks und so weiter Kombinationen. Und dann sehen die nach ein, zwei Wochen, ist das gut oder nicht. Und dann wird halt iteriert. Ne? So. Und das geht natürlich nur, wenn ich organisatorisch in der Lage bin, das in irgendeiner Form produktions- und inventory-seitig auch mit abzubilden. Man kann das vielleicht ja sogar zweischrittig machen, wie das letztendlich ja in NU3 auch macht oder auch andere Firmen, die in diesem Eigenmarkenbereich im Handel mit unterwegs sind, die sagen, ich habe in-house ein kleines Testlabor für Produkte oder für Inventory und wenn ich merke, das funktioniert gut, dann gebe ich es im Prinzip in die große Inventory-Maschine, die dann wieder quasi traditionell einkaufen, langen Vorkauf und in Asien produziert und so weiter. Aber dieses Testen, das erlaube ich im Prinzip zu etwas anderen Stückkosten, aber eben mit einer viel, viel höheren Flexibilität in-house, indem ich im Prinzip in Portugal produziere oder irgendwo anders Nearshore, mir den Kram schnell hole und dann eben in der Lage bin, schnell darauf zu reagieren. Und es stimmt schon, ne? wenn ich nicht in allen Funktionen letztendlich, da gilt ja das Engpassprinzip, wie leider häufig, ne? Also es muss ja, jede Abteilung muss irgendwo mitziehen. Oder jeder Funktionsbereich muss mitziehen und diese Agilität mitgehen können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die Kernerkenntnis. Ich muss eigentlich jeden Bereich, der in irgendeiner Form involviert ist, den muss ich flexibilisieren oder eben in eine agile Funktionsfähigkeit überführen. Weil letztendlich immer sozusagen das langsamste Glied in der Kette, das determiniert die Gesamtgeschwindigkeit. Und ich glaube, das ist vielen Leuten bei Produktionsprozessen oder so, ist denen das total klar. Ne? Da ist so dieses Engpassprinzip, das hat irgendwie jeder Ingenieur so verinnerlicht, weil das irgendwie im ersten Semester das erste Mal kommt. Aber ich glaube, bei diesen Gesamtprojekten oder bei so einer Gesamtorganisation ist diese Transparenz davon, dass das so ist, und da hast du wahrscheinlich schon recht, ist noch nicht ganz so da. Okay, aber lass mal bei der Idee bleiben, dass es doch in irgendeiner Form innerhalb einer Bestandsorganisation managebar ist. Also dass man sowas, eine NU3-Struktur bei einem Nahrungsmittelhersteller intern irgendwie mit aufbaut oder mit begleitet und dann managt. Dann sehen wir heute zumindest bei vielen Vorstandsstrukturen oder bei vielen Geschäftsführungsstrukturen, denen fehlt ja oft quasi dieses digitale Gehen oder diese Nähe zu dem sozusagen zu dem Bereich. Das wissen die auch. Das ist jetzt nicht so, dass die sagen, wir wissen das alles besser, sondern die sagen, okay, ja Mist, da müssen wir irgendwie nachholen. Und jetzt könnte man auf der einen Seite bösartig sagen, naja, wenn das Zielbild der Organisation ist, müsst ihr euch aber selber fragen, welche Rolle nehmt ihr da eigentlich ein? Das ist ja jetzt auch bei vielen gerade auf der Agenda, da steht ja auch so ein Generationswechsel an. Meistens gibt es ja diesen Zwischenschritt, einen sogenannten CIO, Chief Digital Officer, einzubauen, der
direkt am Vorstand hängt, möglicherweise eine Art Hilfsvorstandsfunktion hat oder im Vertriebsbereich dann eine Art Direktorenfunktion hat. Und da beobachten wir so, gibt so verschiedene Szenarien. Einmal kann das sein, dass es einer der Nachfolger oder Erben des Gründers, weil er halt 20 oder 30 Jahre jünger ist, wird dem diese Kompetenz automatisch zugesprochen. Finde ich extrem kritisch, weil es gibt da sozusagen eine ausgewachsene Industrie und nur weil jemand besser Webseiten und WhatsApp bedienen kann, heißt das für mich zumindest nicht, dass er sozusagen besser digitalisieren kann. Dann gibt es den zweiten Case, dass sozusagen ein älterer Digitalmanager geholt wird, der schon Anfang der 2000er dabei war in der AOL, Yahoo, sozusagen Telekom.de Seitengestaltung, der aus Sicht eines klassischen Legacy-Vorstandes digital kompetent aussieht. Da machen wir die Beobachtung, die Dinge, die der vor mittlerweile fast 20 Jahren gelernt hat, sind in der heutigen Welt falsch, sozusagen. Also alle Methodik, alle Thesen, die er an diesem Markt hat, sind falsch. Und der führt eigentlich das Unternehmen sozusagen in die komplett falsche Richtung. Und dann gibt es noch den dritten Fall, dass man jemand sich aus einem digitalen Umfeld holt, so wie zum Beispiel Christian Mehrmann ja auch bei Tiken Kloppenburg diese Rolle innehatte für eine gewisse Zeit, die man sagt, okay, du hast das bei Zalando gelernt oder bei About You oder möglicherweise woanders. Jetzt bring uns mal dieses Wissen bei. So, und du wirst ja, ich glaube, du bist sozusagen der Wunsch-CIO-Kandidat vieler Konzerne. Ich kann mir das zumindest extrem gut vorstellen, dass du da ganz, ganz oft, das muss jemand sein wie der Flo Heinemann. Ne? Das ist, ich habe es auf jeden Fall schon gehört. Ich möchte aber keinen Namen nennen. Mhm. Und was hältst du quasi von dieser Rolle der CIO? Jetzt mal egal, ob er direkt im Vorstand hängt oder ob das eine Mittelfunktion ist. Ich glaube, man muss ja letztendlich überlegen, hat diese Person dann wirklich Durchgriff und ist das eine Funktion? Ne? Weil, sag mal, wenn das stimmt, was wir gerade gesagt haben, dass eigentlich der Kern dieses Arbeitens in der digitalen Welt, ja, eigentlich gerade dieses abteilungsübergreifende ist, dann ist es natürlich schwer, das durch eine zusätzliche Funktion jetzt irgendwie reinzubringen. Das heißt also, man muss sich halt schon, eigentlich muss ich ja der CEO fragen, ne? Bin ich die richtige Person? Weil wenn ich wirklich dran glaube, dass mein Geschäft in einem sehr hohen Maße von einer digitalen Transformation betroffen ist oder von der Digitalisierung der Wertschöpfungskette. Und da muss man sich natürlich fragen, wer ist das nicht? Ja, ist das nicht. Da muss ich natürlich fragen, bin ich als CEO der Richtige, um diesen Schritt mitzugehen? So, und ich glaube, die Riesenschwierigkeit für Personalabteilung, aber auch für Headhunter und so weiter ist ja, es ist halt, man muss halt viel stärker das Potenzial von solchen Kandidaten anschauen, als deren Erfahrungs-Background. Ne? Weil wenn du jetzt mal schaust, was sind diejenigen, die jetzt top-notch digitale Themen vorantreiben in Startups? Das sind ja eben häufig nicht Leute, die vorher schon bei AOL waren und das und das und das und das gemacht haben, sondern die sind 30, 28, 29. Wenn du dir jetzt deren Lebenslauf anguckst, gibt es keinen Indikator, der für eine sozusagen jetzt mal eher in Häkchen und Erfahrungen abhaken denkenden Person agiert, die da in der Lage wäre, jetzt jemanden herauszufinden, der sagt, das ist eigentlich der perfekte CIO. Und das Problem ist natürlich dann auch wieder, selbst wenn du jetzt jemanden finden würdest, den perfekten 29-Jährigen, ist diese Person dann wiederum in der Lage und willens, produktiv in einem Corporate Environment zu agieren. Ne? Weil da natürlich wiederum dieses, wie schmiede ich eigentlich Allianzen, wie bringe ich Leute hinter mich, das spielt ja dann auf einmal alles eine Riesenrolle. Das ist aber letztendlich für den Aufbau von Digitalkompetenz per se erstmal völlig egal. Das heißt, ich glaube, weil da brauchst du dann wieder, sagen wir, den 45, 40 oder 38-Jährigen, der ein Naturtalent ist, sozusagen diese Leute hinter sich zu bringen. Und das ist aus meiner Sicht und extrem. Und der Bock drauf hat. Genau, und das war jetzt ja nur die Können-Komponente. Und die zweite Komponente, die immer noch mal wichtig ist, ist die Wollen-Komponente, der gleichzeitig, wenn er richtig gut ist, auch ein Angebot hat, entweder bei Google, Facebook oder sonst irgendwas, oder eben sein eigenes Startup zu machen. Ne? So, und dann muss man sich natürlich schon fragen, wie realistisch ist es für einen größeren Corporate, solche Leute zu finden, und die auch produktiv zu bekommen. Und der Ansatz, den du jetzt gerade beschreibst, ich nehme einen CIO, der irgendwie unter dem Vorstand hängt und dann decke ich das irgendwie ab. Und das sind dann eben häufig Leute, die auf Basis ihrer Erfahrungen digitaler sind als der bestehende Vorstand, aber wahrscheinlich nicht diejenigen, wo du sagst, das sind jetzt die defining Leute die nächsten 5 bis 10 Jahre. Ne? Also ich gebe mal ein Beispiel, nur wir sind ja auch hier durchaus selbstkritisch. Ich sage auch bei mir, ich bin 40 Jahre alt jetzt. Ja, du hast dich gerade ausqualifiziert. Absolut. Und es wird hier demnächst bei Project A einen weiteren Partner geben und das wird jemand sein, der wird maximal 35 Jahre alt sein. Ja, maximal. Tendenziell eher noch jünger. Wieso? Weil ich eben auch an mir selbst merke,
dass sowas wie Snapchat mir nicht mehr so total leicht von der Hand geht. Ja? So, und ich habe das, ich habe die Befürchtung. Du hast also nicht diesen Use Case, Nacktbilder im Büro zu teilen, die sich nach 10 Sekunden wieder löschen? Nein, also selbstverständlich, aber das würde ich natürlich jetzt nicht so öffentlich zugeben. Aber die, man muss natürlich schon sagen, das erfordert eine sehr, sehr selbstkritische Betrachtung der eigenen Kompetenzen. Und ich glaube sozusagen, ein verantwortungsbewusster Vorstand ist da sehr, sehr selbstkritisch und kommt dann wahrscheinlich auch zu dem Schluss, ich muss es irgendwie schaffen, Leute, die eben das entsprechende Potenzial haben, entsprechend zu enablen. Und das ist gar nicht so leicht. Und ich glaube sozusagen, man tut sich vermutlich mal leichter, und da kommen wir auch wieder zu dem ersten Punkt zurück, solche Leute zu gewinnen, wenn man denen sagt, du kannst auf der grünen Wiese hier irgendwas machen, du kannst die Ressourcen des Konzerns nutzen, siehe About You, das ist ja eigentlich genau so ein Beispiel, wo man Leute gefunden hat, die sagen, pass mal auf, ihr könnt im Prinzip frei agieren, aber ihr habt wahnsinnige Ressourcen, die ihr als eigenes Startup nie bekommen würdet und auf verschiedenen Ebenen, nicht nur finanziell. Und deswegen ist das für die Leute attraktiv. Deswegen finde ich eigentlich About You ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo das gelungen ist. Was aber trotzdem mit einem sehr, sehr hohen Risiko verbunden war. Das darf man immer nicht vergessen. Es erfordert extrem viel Mut. Ist es ja immer noch, ne? Also ist es immer noch. Da hat man sich nichts vor. Und ich glaube, das ist sozusagen diese Kombination aus, ich lasse es zu, dass sowas extern passiert. Ich statte es mit wahnsinnig viel Ressourcen aus. Und ich investiere im Prinzip in Personen, die sich nicht durch Erfahrung auszeichnen, sondern eigentlich durch Potenzial. Das ist schon, da werden sich Corporates extrem schwer mit tun, weil wir reden hier von Hunderten von Millionen indirekt, die hier zur Verfügung gestellt werden. Also, und das ist natürlich, diesen Mut aufzuweisen, diese Weitsicht aufzuweisen, damit tun sich viele Corporates sehr schwer und die machen dann halt eher so dieses Ding, ich beteilige mich mal an irgendeinem Dritt-Accelerator oder so, ja? Genau, so, aber das ist halt. Aber dann lass mal quasi diese Strategie nochmal so ein bisschen elaborieren und mal gucken, ob man in dieser sozusagen, wie beteilige ich mich über sowas auf, ob man da stärker dieses Thema Digitalisierung beantworten kann. In Summe sagen wir ja, es ist extrem schwer, das in einer Legacy-Organisation zu machen und auch diese Window-Dressing Maßnahmen, wie ich 30% meiner IT-Mitarbeiter machen jetzt einen Scrum-Lehrgang und ich organisiere mindestens 2 Barcamps im Jahr, sind eher Dinge, die an der Oberfläche irgendwie kratzen, die nett sind. Aber und ich sag mal, man kann sicherlich ein paar Leute umschulen, sage ich jetzt mal. Ja? So, aber mit Umschulung werde ich mit Sicherheit nicht State of the Art digitale Geschäftsmodelle umsetzen. Ich glaube, das muss, glaube ich, jedem klar sein. Da werde ich sicherlich ein paar Leute aus der bestehenden Organisation mitnehmen in diese neue Welt, aber das ist sehr, sehr schwer zu organisieren. Ja, und das ist sicherlich nicht die hinreichende Bedingung. Okay, nehmen wir mal an, sozusagen der Vorstand kauft das so und sagt, okay, das mit dem CEO, das ist ganz nett für die Elektrifizierung, wie man das gerade so nennt, aber da komme ich jetzt nicht voran damit. Ich muss also investieren in neue Themen. Das ist nicht das Einzige, was ich machen darf. Das ist, sagen wir es so. Genau, optimieren muss ich so oder so, also die Organisation voranbringen, ein bisschen digitaler machen, was immer das jetzt auch heißt in den konkreten Wertschöpfungsstufen. Aber angenommen, ich folge dieser These, die du sagst, und investiere stärker auch außerhalb meiner bestehenden Infrastruktur, sowas wie About You, da Springer ist da, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter als die Otto-Gruppe, die sozusagen haben sich eher zu einer Holding gewandelt, die sagen, okay, wir sind halt aus dem journalistischen Bereich gekommen, wir haben sozusagen publiziert, aber das muss nicht zwingend unser einer Bereich in Zukunft sein, da haben wir so ein bisschen Know-how gesammelt. Da gibt es ja auch noch so ein paar mehr Beispiele, du hattest im Vorgespräch auch schon Nespers gesagt. Mhm. Ist das dann der logische nächste Schritt, wenn man sagt, wenn du alle Optimierungspotenziale in dieser Digitalisierung ausgereizt hast, dann versuche, dein Geld aus der Organisation zu nehmen und in neue Business zu investieren, die nah oder weit weg sind von einem Kerngeschäft, also werde zu einer Investment-Holding? Ich weiß gar nicht, ob das der nächste Schritt ist, sondern es kann vielleicht sogar der erste Schritt sein, ehrlich gesagt. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der totale Springer-Experte, aber das, was ich irgendwie wahrgenommen habe, ist, dass die ja schon angefangen haben, mittelgroße Unternehmen im Digitalbereich zu kaufen, ne? Und die dann eben entsprechend so zu unterstützen und den Kapital zu geben und so weiter und auch die Anreizstrukturen so zu schaffen, dass sie sich sehr gut weiterentwickelt haben. Das gilt für ein Idealo, das gilt für ein Stepstone und so weiter. So, und das Resultat, was man heute sieht, ist ja relativ viel oder der große Teil des Umsatzes kommt mittlerweile aus dem Digitalgeschäft, EBIT auch. So kann man sich immer streiten, wie das jetzt genau gerechnet wird, aber man kann, glaube ich, ja sagen, vielleicht ist das sogar der erste Schritt, weil, sag mal, sowas wie so ein About You, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Maßnahmenstrang, aber eben mit hohem Risiko verbunden und braucht auch 4, 5, 6 Jahre zeitliches Durchhaltevermögen, ne? Was natürlich auch in einem Corporate Environment
in der Otto-Gruppe geht das, ne, weil das ist letztendlich natürlich ein Familienunternehmen, die sagen halt, wir machen das so und dann wird das halt so gemacht. Aber das ist natürlich in einem Corporate über 4, 5, 6 Jahre etwas durchzuziehen, was eine hohe Unsicherheit hat, ist natürlich eine ziemlich riskante Strategie, nicht nur, weil das Risiko der zugrunde liegenden Aktivität hoch ist, sondern auch, weil sich natürlich immer die politische Gemengelage, Unterstützungslage und so weiter in so einem Unternehmen ändern kann. Deswegen ist, glaube ich, die Strategie, wie Springer sie gefahren hat, zu sagen, ich kaufe mittelgroße, in sich gut funktionierende Geschäfte für einen attraktiven Preis und statte die mit insbesondere Kapital aus, gebe sonst den Unternehmern relativ viele Freiheiten und lass die einfach weiter wachsen und digitalisiere mich darüber. Das ist natürlich etwas, was relativ schnell Resultate zeigt und wenn man schlau kauft, letztendlich auch etwas, was mit nicht so wahnsinnig hohem Risiko verbunden ist und wahrscheinlich sogar deutlich corporate verträglicher ist als dieser reine Eigenbau. Deswegen finde ich eigentlich eine Kombination aus beidem, also Investments zu tätigen, nicht in der ganz frühen Phase, also Springer versucht ja gerade so ein bisschen in die frühere Phase zu gehen, haben ja auch relativ viele Investments jetzt dann in den USA auch gemacht, in der schon ziemlich frühen Phase. Das ist, glaube ich, auch schlau, aber das ist eigentlich der zweite Schritt. Aber ich glaube, der erste Schritt zu sagen, ich beteilige mich an gut laufenden Unternehmen oder ich übernehme relativ gut laufende Unternehmen, um auch erstmal meinen digitalen Footprint als Corporate zu stärken, aber auch um intern Showcases zu zeigen, so macht man das eigentlich. Ich glaube, den Schritt muss man dann halt schaffen, weil ich glaube, viele agieren dann halt eher so, ja, man muss auf jeden Fall die Unternehmer dezentral laufen lassen und jeder soll sein eigenes Ding da machen und wir unterstützen die, aber letztendlich, wir sind sozusagen eine Gemeinschaft von Unternehmern. Das ist natürlich nett und es hört sich auch super an und es hat auch braucht relativ wenig Kompetenz dann in der Holding, ne, um operativ Geschäfte voranzubringen. Ich glaube, das hat nur ein Limit. Man ist halt selbst gar nicht mehr in der Lage, dann irgendwann eigene Geschäfte hervorzubringen. Und ich glaube, das ist natürlich, wenn man letztendlich mal schaut, und ich finde, da ist die Analogie zu einem Pharmaunternehmen sehr, sehr schön. Ne? Also wie macht das ein Bayer, wie macht das Novartis und so weiter? Die haben alle eine eigene Research-Abteilung, die alle selbst irgendwas entwickeln. Gleichzeitig haben sie sozusagen, aber wenn sie in einem gewissen Forschungsstrang nicht vorankommen, den sie sich vorgenommen haben, dann kaufen sie halt irgendwelche externen Wirkstoffhersteller dazu, die in einer gewissen klinischen Phase sind und dann werden die dazu akquiriert und die ergänzen quasi die eigenen Aktivitäten. Aber es ist ein integriertes Vorgehen. Das heißt, die haben eine sehr, sehr starke Pipeline-Denke, die eigentlich jedes Unternehmen haben muss. Bei einem Pharmaunternehmen ist das natürlich, weil ein Pharmaunternehmen weiß, irgendwann läuft mein Patent aus, dann werde ich da kein Geld mehr mit verdienen. Das heißt, die wissen in 15, 20 Jahren, wie lange auch immer diese Dinger laufen, werde ich selbst mit einem erfolgreichen Medikament nur noch deutlich weniger Marge verdienen. Das heißt, ich muss heute schon am nächsten arbeiten. Und ich glaube, diese Denke, die fehlt bei vielen großen Corporates. Und die könnte man eigentlich sehr, sehr schön eben unterstützen, indem man den Leuten erlaubt, pass mal auf, wir kaufen mittelgroße, große Sachen dazu, die funktionieren. Aber ich bin weiterhin in der Lage, sozusagen auch solche Geschäfte aus meinem eigenen Digitalkompetenz heraus weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dieser Schritt nehme ich zumindest jetzt auch bei dem Springer noch nicht so stark wahr und auch bei dem Naspers, was wir gerade besprochen haben, noch nicht so stark wahr. Das wäre auch der Idealzustand, wenn man das schafft. So jetzt beobachte ich aber, gibt es glaube ich ausreichend, also ein Otto hat ja sowas wie About You gemacht, weil sie gelernt haben, sehr schmerzhaft, viele Jahre davor, dass es aus der eigenen Organisation heraus, sowas zu entwickeln und mit Savanno und Co. mitzuhalten, dass das nicht geht. Obwohl alle wollten, ne? Aber die Organisation gibt das nicht her. Das ist sozusagen eine Bedingung einer guten Organisation, eigentlich, dass sie immer in sich wiederholbare Dinge tut. Und das heißt, alles, was risikobehaftet ist und nicht managebar ist, macht sie nicht. So, das hat Otto halt gelernt und ich glaube, Springer hat das auch zum Teil, Springer ist auch zum Teil gelernt. So, wenn jetzt aber, das gilt nicht nur für große Corporates, das gilt auch für Unternehmen, die so 100 Millionen machen, 200 Millionen machen, sagen die, cool, habe ich verstanden, ich möchte sozusagen mich jetzt diversifizieren, ich habe hier 100 Millionen Euro oder 50 Millionen Euro. Jetzt möchte ich auch die Springer- und Otto-Strategie machen. Ja, ich möchte jetzt günstige, profitable, wachstumsstarke digitale Unternehmen dazu kaufen, die möglicherweise noch an meinem Kerngeschäft irgendwie dran sind, ja. Muss aber nicht sein, ja. Ich wäre sogar bereit, daraus aufzuweichen. Mhm. Dann beobachte ich ja, A, gibt es diesen Markt überhaupt noch? Und B, eigentlich sind die Leute, die sozusagen Konzern-M&A machen, also klassisch große, profitable Businesses kaufen, sind ja nicht diejenigen, die sozusagen in der Venture Capital Welt erfolgreich sind, weil die Risiken ganz anders bewerten. Die haben ganz andere Werkzeuge, die in der digitalen Welt aus meiner Sicht nicht mehr funktionieren. Also gibt es diesen Markt, so Dinge zu kaufen noch, oder muss man anders in die Bewertung rangehen? Oder? Ja, ich glaube, den gibt's schon. Man muss natürlich nur eine andere Brille drauf haben. Also weil ich glaube, die Brille, ich kaufe auf EBIT oder ich kaufe auf Umsatz, das hat ja für den Springer super funktioniert, weil sie halt die Einzigen waren, die so agiert haben.
2006, 7, 8, als sie da irgendwelche Ideas gekauft haben. Also. Aber ist das wiederholbar? Ja, und das und ich glaube, wenn man mal schaut, die akquirieren große Amerikaner, ne? Die akquirieren halt sehr stark auf Kompetenz, das heißt, oder auch ein Pharmaunternehmen. Wenn die sich irgendeinen Wirkstoff kaufen, dann kaufen die ja keinen Umsatz, sondern es ist in der klinischen Phase irgendwas. Das heißt, bis das Ding Umsatz produziert, vergehen noch 4 Jahre. Und dazwischen sind noch irgendwelche Hürden, ob die FDA das überhaupt, oder wie auch immer diese Zulassungsbehörde heißt, ob die das überhaupt zulässt. So, das heißt, ich glaube, man braucht halt Leute in der M&A-Abteilung, die auch eine Sichtweise einnehmen können, ob das die gleichen sind oder andere, habe ich zu wenig M&A-Erfahrung, aber die letztendlich sagen, das ist vielleicht jetzt kein Umsatzgeschäft, was wir hier dazu kaufen, aber das ist eine Kompetenz. Wenn wir das in unsere Maschine reintun oder mit Ingredients aus unserer Maschine kombinieren, dann wird da was total Tolles draus. Also das ist ja genau, wie so agiert ja ein Google, so agiert ein Facebook, so agiert ein Amazon. Wenn die irgendwas kaufen, dann kaufen die in seltensten Fällen ja irgendwelche riesen umsatzstarken Geschäfte dazu, sondern die kaufen sich Assets dazu, Oculus bei dem Facebook, und sagen, Virtual Reality wird sehr wahrscheinlich eine relevante Rolle spielen bei der Vernetzung von Personen. Davon haben wir keine großartige Ahnung, also kaufen wir uns Oculus und machen das dann, bauen dann mit denen gemeinsam diesen Kompetenzstrang hoffentlich in ein Business aus. So agieren die ja. Und so agiert lustigerweise ein Zalando auch. Ja? Also wenn du jetzt mal guckst, wer die M&A-Strategie von einem Zalando ist, und deswegen sage ich, das geht auch heute noch, die haben eine Reihe von Unternehmen günstig gekauft, wo sie sagen, das sind Kompetenzbestandteile, die hätten wir jetzt gerne. Mitrigo, Nugget, und was jetzt haben sie gerade Tradebyte, haben sie so. Sehr, sehr schlauer Kauf. Sehr schlauer Kauf. So, und aber das sind genau solche Sachen, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich mir jetzt nicht den Umsatz von einem Mitrigo angucke, sondern verstehe, aha, da ist ein 15-Mann-Tech-Team, da ist ein super CTO, der ziemlich gut versteht, wie eigentlich diese ganze Real-Time-Advertising-Welt funktioniert. Das ist eigentlich die perfekte Basis, um jetzt daraus eine Advertising-Plattform zu machen, um daraus aber auch meine eigenen Advertising-Aktivitäten auf eigene Tools umzuziehen, was ab der Größenordnung Zalando sicherlich anfängt, Sinn zu machen. So, das heißt, die haben ja genauso agiert, ne? Die haben günstige Sachen gekauft, auch ein Nugget. Was, wieso kaufen die Nugget? Ne? So. Aber es macht aus deren Sicht wieder total Sinn und da haben die auch nicht viel Geld für bezahlt. Ohne jetzt die, also, das heißt, ich behaupte, wenn du digital kompetente Leute in-house hast, die wissen, was sind eigentlich die Kompetenzbausteine, die wahrscheinlich bei mir eine Rolle spielen, dann kannst du auch in einem heutigen Marktumfeld und gerade in einem heutigen Marktumfeld, weil es gibt wahnsinnig viele Startups, die laufen da draußen rum mit irgendwelchen Technologien, Kompetenzen, die sich schwer tun, die nächste Finanzierungshürde zu nehmen. Eine der größten Hürden ist Series A. Ja, also es gibt viel unternehmerische Substanz, die hier draußen rumläuft, in Berlin, in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt. Die schaffen die Series A nicht, obwohl sie eigentlich eine gute Technologie hätten, ein gutes Produkt hätten, auch kompetente Leute haben. Da können so viele Sachen schiefgehen. Gerade bei technologischen Geschäften, weil sich eben immer noch eine europäische Venture-Capital-Szene sehr, sehr schwer tut, rein auf Basis von Technologie, Story, Potenzial, Dinge zu finanzieren. Ne? So, also da siehst du ja nicht. So, und wenn du das verstehst als Corporate, kannst du eigentlich, würde ich behaupten, relativ günstig kompetente Leute schießen, die du dann natürlich auch wieder entsprechend incentivieren musst. Ne? Also wo du dann sagst, so, jetzt komm zu mir, ich baue dir ein About-You-Umfeld eben für aber ein ganz anderes Geschäftsfeld. Ich glaube, das geht. Man braucht aber natürlich sozusagen die zwei, drei, vier Leute. Okay, aber ich sehe folgende Limitation. So, angenommen, ich bin jetzt quasi der alteingesessene Unternehmer, mir gehört dieses 200, 300 Millionen Business, ich sage, ja, sehe ich alles ein, ich muss neu investieren. Dann hat er in der Regel ja auch noch so ein Board, mit dem er dann irgendwie arbeitet. Wenn er die mitreden lässt, dann ist möglicherweise in der M&A-Abteilung ist jemand Junges dabei, der sagt, ja, hier Umsatz, EBIT spielt das keine Rolle und hat vielleicht ein Gefühl, so wie David und Robert das bei Zalando natürlicherweise aufgebaut hat in den letzten Jahren, er hat ein Gefühl dafür, was wichtig ist, ob das jetzt Team ist oder Technologie oder vielleicht sogar andere Assets, Zugang zu neuen Kunden. So, dann wird er mit Vorschlägen kommen und sagen, hier, ich möchte XYZ kaufen. Ich möchte jetzt auch eine Art Metrigo kaufen. Die machen noch gar keinen Umsatz, keinen Gewinn. Die haben erst drei Kunden, kosten aber 3 Millionen. Steht es dann aber in der Falle in der Regel, dem Unternehmer oder auch sein Board, was mitentscheidet, das erstmal erklären zu müssen. Und bis er das erklärt hat, diesen, wir nennen das sozusagen immer so Elderly Education Prozess beendet hat, ist eigentlich die Option schon weg. Ja, er müsste eigentlich jede Woche so eine Option präsentieren und es muss einen Pull kommen aus dem Vorstand und sagen, ich brauche noch mehr davon, ich will genau in diese Richtung. Aber das, was wir beobachten in der Realität ist, dass es kommt eher dieser Push zurück und sagt, ja, ganz interessant, das entspricht möglicherweise auch dem, was der Florian Heinemann gesagt hat im Interview, aber ich verstehe das nicht. Ja? Ich weiß nicht genau, wie das auf ein Business einzahlt. Es fehlt ihnen quasi diese Fantasie. Und tun sie extrem schwer damit, das kann ich auch verstehen, die sind irgendwie 50 Jahre lang profitabel gewachsen, haben eine super Success-Story gehabt und müssen jetzt
Es sagt sich so einfach, risikobehaftet zu investieren mit eigenem Geld, ja. aber denen fehlt quasi dieser Grip da drauf. Ja, ich glaube nur, das verstehe ich total. Bloß man muss ja sehen, ich denke immer, als Venture Capitalist denkst du immer an Alternativen. So, was ist die Alternative dazu? Sag mal, die Alternative dazu ist, wenn man nichts macht, ist statistisch, ich meine, da brauchst du ja nur irgendwelche Verweildauern im Standard & Poor's Index oder sonst irgendwas anzugucken, finde ich immer sehr schöne Statistik. Vor, 100 Jahren war durchschnittlich Verweildauer im Standard & Poor's Index waren 50, 60 Jahre. Was heißt das letztendlich? Dass ein Business, was mit einem Businessmodell in den Standard & Poor's Index aufgestiegen ist, der größten so und so viel 100 Unternehmen, Standard & Poor's, glaube ich 500 Unternehmen in den USA, hat 50, 60 Jahre lang ein Businessmodell fahren können, ne? Hat dann oder gegebenenfalls sogar was anderes gefunden, ist dann wieder ausgeschieden. So mittlerweile Verweildauer im Standard & Poor's Index irgendwie 10, 12 Jahre. Das heißt, da steigen Unternehmen auf in diesen Index, sind richtig relevante Unternehmen und dann verschwinden sie wieder. So, und wieso tun sie das? Weil sie eben nicht in der Lage sind, das nächste Geschäftsmodell für sich zu finden. Das heißt, ich glaube, was ja jedem klar sein muss... Und dazu gehören ja auch Unternehmen, die schon digital gestartet sind. Ne? So absolut. AOL, Yahoo, da gehört alles ähnliche. Zu. Ja, ja. Genau, wobei AOL ein schlechtes Beispiel ist, weil die ja quasi rebounded sind und ganz tolles AdTech-Portfolio irgendwie aufgebaut haben. Aber gut, das wäre fair enough. Immerhin, ne? Also die haben sicherlich den Pivot, wie man ja so schön sagt, im Startup-Deutsch, den Pivot. Ja, aber das ist halt sozusagen, was schwer vermittelbar ist, für mich zumindest, dieser Pivot ist halt temporär. Ja, der ist halt okay für 2-3 Jahre, aber eigentlich müssen sie schon am nächsten Pivot arbeiten. Ja. Das fällt halt Unternehmern extrem schwer, dieses... Absolut. Aber ich glaube, das ist ja, weißt du, wenn es immer so schön heißt, irgendwie die Welt wird dynamischer und alles so, was heißt das eigentlich konkret? Und ich finde, an so einem Standard & Poor's Verweildauer, finde ich, kannst du das extrem schön ablesen. Was heißt das, wenn du das nicht tust, also wenn du nicht das nächste Modell findest, wenn du nicht an deiner Pipeline arbeitest, dann passiert genau das Gleiche, was bei einem Pharmakonzern passiert, wenn das Patent ausläuft. Dann geht einfach deine Marge in den Keller, weil dann irgendwelche Generika-Hersteller kommen. So, und genau das Gleiche wird dir ja auch passieren. Das heißt, die Alternative von nicht risikobehaftet investieren ist mit absoluter Sicherheit ausscheiden. Es ist nur eine Frage wann? Der Zeit. So, und die Kosten des alternativen Findens werden ja immer höher. Das heißt also, ich glaube, das muss ja, und ich glaube, wenn man in diesen Alternativen denkt, die Alternative ist ja nicht, ich mache so weiter und mache weiter mein EBIT, sondern die Alternative ist, mein EBIT wird sich verschlechtern, irgendwann bin ich nicht mehr in der Lage, meine Fixkosten zu machen. Das passt auch gut zu dem Artikel, den ich schreibe. Das ist die Alternative. Das passt auch gut zu dem Artikel. Ich schreibe gerade noch an einem Artikel, der heißt, die Kosten von Nichtstun. Mhm. So. Ja. Und die Kosten von Nichtstun ist sicherer Exitus. So, und das ist eben, und das muss einem halt klar sein. Und fairerweise, das ist ja nichts Uniques jetzt von der digitalen Welt. Das war ja ist ja seit hunderten von Jahren in der Wirtschaft so. Es kommt eine neue Technologiewelle, statistisch schaffen es eben die meisten Leute nicht, die notwendige Aktivität aufzubringen, um diese nächste Welle zu überleben. Also statistisch ist eigentlich immer so gewesen, die Leute, die in irgendeinem technologischen Setting eine Rolle gespielt haben, davon haben es die wenigsten geschafft, eine führende Rolle im nächsten technologischen Setting zu spielen. Das ist statistisch so. Das heißt, man kann ja eigentlich zu jedem hier sagen, die Kosten von Nichtstun sind extrem hoch, sicherer Exitus. So, und du hast die Alternative, zu den wenigen zu gehören, die eventuell einen erfolgreichen Pivot schaffen. Statistisch sind deine Chancen auch jetzt schon nicht besonders gut, dass das eben passiert. So, und klar, da kann man jetzt noch sagen, es gibt Leute, die sind von diesem technologischen Wandel gerade stärker oder weniger stark betroffen. So, aber wie du schon gerade sagtest, man muss schon richtig tief graben, um irgendwen zu finden, wo man von einem nicht signifikanten betroffen sein, wie ich sprechen kann. So, und ich glaube, man muss den Leuten einfach diese Alternativen aufzeigen. Ich weiß, es ist trotzdem sauschwer, weil man sich natürlich etwas reinbegeben, man muss sich in ein Feld hoher Unsicherheit begeben. Und das ist nun mal menschlich, dass das Leuten sehr, sehr schwer fällt. Aber ich glaube, gerade Familienunternehmern, ja, die ja sagen, ich mache das nicht nur für 4 bis 8 Jahre, solange ich hier Vorstand bin oder 15, sondern mein Opa hat das schon gemacht, mein Vater hat das schon gemacht und ich würde gerne, dass meine Urenkel nochmal hier drauf schauen würden und sagen, boah, das war der Typ, der hat das damals hingekriegt, dass wir hier die digitale Transformation in unserem Unternehmen geschafft haben. Das ist ja die Alternative. Die andere Alternative ist, ja, das war dieser Opa damals, dieser Opa, der hat, das ist halt dann untergegangen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Weil der hat Snapchat nicht verstanden. Der hat Snapchat nicht verstanden. Der teilt das Schicksal mit irgendwie 80% der anderen Unternehmen. Okay, aber dann lass uns mal kurz zusammenfassen. Also sozusagen,
dann bleibt es ja im Grunde bei der Ausgangsthese, mit der wir angefangen haben vor einer Dreiviertelstunde, ist sozusagen Digitalisierung in Legacy-Strukturen. Das ist schon extrem schwer. Per se sagen wir eigentlich auch, sozusagen, wenn ich nicht so richtig gesagt habe, geht eigentlich nicht. Ist eigentlich das falsch eingesetzte Zeit, eine Legacy-Struktur zu digitalisieren. Sozusagen die Alternativoption im Rahmen des Kerns. Es kann parallel laufen. Ja, aber es ist nicht die Rettung. Ne? Es ist nur eine Lebensverlängerung. Dann sozusagen parallel investieren oder neue Fonds aufbauen. Das muss eigentlich unter den gleichen Bedingungen erfolgen, wie ihr operiert. Ja. Also man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass man da in irgendeiner Form eine Art Risikoprämie nutzen kann, die aus einer Konzernstruktur heraus erzielt. Das ist eher ein Preis, den man bezahlt. Absolut. Das ist quasi das sind eher höhere Kosten. Und sogar wenn man das tut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, signifikant. Mhm. Das ist für einen klassischen Manager, der noch 5 Jahre Stehzeit im Vorstand hat, ganz klar die Botschaft, nicht zu digitalisieren, muss man fairerweise sagen, weil das ist sozusagen nicht sein Incentive-Gerüst, auf dem er basiert. Ich glaube, für die Unternehmer ist das ein extrem... Also für Familienunternehmer ist es aber eigentlich... ein sehr spannendes und wichtiges Learning. Genau. Und ich glaube, was auch nochmal, man darf aber eben nicht nur auf ein Projekt setzen, ne? Weil, sag mal, das sieht man ja bei uns. Also ich glaube, wir wissen ja relativ, hoffentlich halbwegs genau, was wir tun. Und trotzdem hast du eine relativ hohe Scheiternsquote. Ja, das heißt, selbst wenn du in Startups erfolgreich investierst, das seit Jahren machst, wenn du die Venture Capital Portfolio anguckst, und das ist auch bei den ganzen Sequoias und Benchmarks und diesen ganz tollen Fonds, einen Mark Andreessen, die liegen auch echt häufig falsch. Ja. So, das muss einmal klar sein. Das heißt, wenn man sagt, man macht interne Projekte oder interne neue digitale Geschäftsmodelle, dann darf man eben nicht nur eins machen, sondern man muss im Prinzip in der Lage sein, ein Portfolio von Aktivitäten anzustoßen. Und das muss auch klar sein, weil das ist eine klappt, das ist nicht so wahrscheinlich. Es ist trotzdem alternativlos. Und was, glaube ich, auch klar sein muss, auch wenn ich jetzt ein bisschen gegen uns rede, es ist auch nicht damit getan, Geld in irgendwelche Venture Capital Fonds zu investieren. Also wir freuen uns über jeden Investor, ne, um das ganz klar zu sagen. Aber das ist aber quasi das ist eine Maßnahme. Man braucht eine komplette Klaviatur, ne, von ich kaufe Dinge, ich beteilige mich an Dingen, ich versuche Dinge selbst aufzubauen, ich beteilige mich an irgendwelchen Venture Capital Fonds, idealerweise aber auch nicht nur an einem, sondern an mehreren. Und aus dieser gesamten Klaviatur an Themen oder aus diesem gesamten Aktivitätsportfolio, da entsteht, wenn ich Glück habe, was Gutes Neues. Aber das darf man eben auch mal. Ja, wir haben jetzt auch sehr bedrohlich dargestellt. Man muss aber natürlich, man kann es auch mal andersrum sehen. Sagen, pass mal auf, da kommen irgendwelche 27-Jährigen oder 26-Jährigen oder lasse 30 sein. Die machen irgendein Internet-Startup und werden damit sehr unwahrscheinlich, aber einige werden davon sehr, sehr reich, bauen riesige Unternehmen auf, Snapchat und Facebook. Und als Familienunternehmen oder als Corporate starte ich ja, ich habe wahnsinnig viel Ressourcen, ich habe wirklich viel Know-how. Das heißt, meine Startvoraussetzungen gegenüber einem 28-Jährigen, der irgendwie zu irgendwelchen Leuten wie uns kommen muss und sich Geld besorgen muss, die sind ja eigentlich vor diesem Hintergrund gar nicht so schlecht, weil in dieser digitalen Welt tun sich natürlich auch dramatisch viele Chancen auf. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, diese grüne Wiese, Aufbaustruktur-Thematik, wenn ich die wirklich gut kann, dann tun sich für mich natürlich auch als Corporate wahnsinnige Chancen auf. Weil man darf eben nicht nur sozusagen das Verschwinden des Bestehenden sehen, sondern man kann auch sagen, vielleicht entsteht da sogar was draus, was viel, viel größer ist als das, was mein Opa damals angefangen hat. Da hatten wir im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, das ist ja ein perfekter Auftakt eigentlich für unseren nächsten Podcast. Mhm. Den haben wir, glaube ich, genannt, gutes Investieren, schlechtes Investieren sozusagen oder gute Fonds, schlechte Fonds. Mhm. Da müssten wir da auch noch mal ein bisschen tiefer einhaken, weil ich glaube, die Learnings, die dahinter stehen, da gibt es jetzt auch jetzt so 20 Jahre sozusagen Learnings in dieser Industrie. Das sieht von außen immer extrem einfach und sexy aus. Das ist aber, glaube ich, in der Innensicht nochmal, das ist auch ein verdammt hartes Geschäft. Aber lass uns hier mal das Thema Digitalisierung, zumindest in diesem Podcast, erstmal abschließen. Vielen Dank. Ich bin gespannt auf die Reaktion auf Kassenzone und auf Soundcloud. Es war sehr cool. Ja. Und wer weiß, wenn wir in 2 Jahren zusammensitzen, was wir jetzt gleich besprechen und dann gründen. Ja, absolut. Ja, es wird bestimmt super. Ja. Es wird bestimmt Vielen Dank. Super. Danke dir.